Die Artgenossenschaft Straden hat ein besonderes Projekt zum Schutz von Frauen hier im Ortszentrum von Straden errichtet. Karl, um was geht's da? Das Projekt, das sich mit dem Thema Gewalt an Frauen, das heißt ja auch das Blut der Frauen, beschäftigt, haben wir hier als Artgenossen in Straden gemacht. Wir beschäftigen uns ja schon länger mit diesem Thema. Wir haben ja vor einem Jahr ungefähr gemeinsam dieses Buch herausgebracht, Frauenkraft, das zwar kritisiert worden ist, aber ich denke mir, Leute sollten dieses Buch lesen und dann darüber reden. Ja, die haben das kritisiert, bevor sie es gesehen haben. So ist es, ja. Und es passiert ja so viel Gewalt auch in unserer Gemeinde, auch in unserer Region, überall. Und darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir das mal ganz stark aufzeigen. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Aber das ist doch ein steiermarkweites Projekt. Das ist ein steiermarkweites Projekt. Es wird dann weitergehen in andere Gemeinden und Städte auch. Und da wollen wir auch darauf aufmerksam machen, auf bewusste Art Leute einfach animieren, da besser hinzuschauen. Konzipiert hat Roswitha Tautermann das Projekt. Um was geht es jetzt? Es geht darum, dass wir die Femizide, die im Vorjahr waren, 11 Frauenmorde in der Steiermark, noch einmal zum Thema machen wollten, damit sie, nur weil das Jahr vorbei ist, nicht in Vergessenheit geraten. Und wir haben bei dieser Aktion die Abdrücke von 11 Frauen dargestellt, malerisch auf Leintüchern. Und mit einem Prozessionsgang, einer sogenannten Art-Attacke, die wir hier durchgeführt haben, noch einmal an diese Frauen erinnert und an die Art, wie sie ermordet wurden. Die Darstellungen, sehen wir da oben, sind sehr reduziert, aber doch sehr ausdrucksstark. Die Gewalt wird sehr stark dargestellt. Die meiste Gewalt an Frauen bei uns passiert eigentlich im häuslichen Umfeld, vor allem dort, wo man glaubt, man ist sicher, also im vertrauten Umfeld. Und ich habe eine Formensprache genommen, die normal ist, die alltäglich ist, und zwar eine Wäscheleine, die über diese Kirchhofmauer bis über das Haus gegenüber gespannt wurde, und darauf befinden sich Leintücher, wie auf einer Wäscheleine aufgehängt. Auf diesen Leintüchern sind dann eben wie von einem Tatort die Umrisse der Frauen dargestellt und mit Farbe, die eben das Blut symbolisiert, die Gewalt, die an ihnen vollbracht wurde. Alles in lebensgroßer Darstellung. Unterstützt bist du worden bei dieser Aktion von? Ja, ganz starke Unterstützung habe ich von den Artgenossen natürlich gehabt. Und zwar der Anton Schnurrer, der vor allem auch bei der Installation geholfen hat, der Karl Lenz und vor allem redaktionell und auch textlich und von der Komplexität der Tiefe des Textes hat die Karin Haudenstein-Schnurrer mitgeholfen. Ja, da wende ich mich gleich an den Anton Schnurrer, Lichtkünstler in seiner Person. Du hast ja einige große Projekte bereits umgesetzt im Rahmen der Artgenossen und natürlich auch außerhalb. Einige Projekte stehen in der nächsten Zeit noch bevor. Was hat der Kreuz damit zu tun? Das Thema ist eigentlich die Basis gewesen dafür, weil das Thema eigentlich so präsent ist und täglichen Leben, und ich der Meinung bin, das muss nicht einmal im Jahr daran gedacht werden, sondern das ist etwas, was man ständig uns begegnet, und deshalb bin ich eigentlich voll dabei gewesen. So, und jetzt zur Karin. Karin, was war deine Aufgabe bei diesem Projekt? Meine Aufgabe war im ersten Moment den Text zu erstellen, Inhalte zu erstellen und das Thema etwas angreifbarer zu machen. Wo ich zugeben muss, ist mir schwer gefallen, weil ich höre schlecht, ich sehe es schlecht, aber ich fühle ziemlich viel und stark. Und was mir bei der ganzen Sache eigentlich aufgefallen ist, ist, dass diese Empathie und das Mitgefühl von Mitmenschen für Frauen, die in so einer Situation sind, irgendwie ziemlich leise ist. Und sonst, wenn es was zum Essen und was zum Trinken gibt, dann posten die Leute weiter. Und in diesem Thema haben manche gesagt, okay, gute Veranstaltung, sind aber nicht gekommen. Und da denke ich mir, haben die Angst? Oder was ist es, warum
ist das Mitgefühl, gibt es keine Zeit mehr für das Mitgefühl? Also mich selbst hat das irgendwie betroffen. Also es war meine Aufgabe, zumindest unsere Sicht der Dinge darzulegen, dass das jeder versteht. Und bei der Aktion selbst, die eine halbe Stunde gedauert hat, war ich der Herzschlag. Hat es jeder verstanden? Ob es jeder verstanden hat, das... Ich glaube, es versteht nie jeder alles. Die Leute müssen es auch zulassen, dass sie es verstehen und sich damit befassen. Und das will vielleicht nicht jeder. Dürfte jeder seine Gründe haben, warum nicht. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte aus mir herausgehen, wo ich sonst eher im Hintergrund bin. Und der Herzschlag, das war mein Zeichen für die Aktion. Ja, jetzt bin ich bei Maria Biberl-Hatz, seit Jahrzehnten Seelsorgerin in diesem Vulkanland, vor allem im südlichen Teil, glaube ich. Ja. Was hast du für ihre Erfahrungen gemacht mit Gewalt an Frauen? Was mich erschreckt, dass es nicht weniger wird, die Gewalt an Frauen, sondern dass ich einfach immer wieder Geschichten erzählt bekomme, was Frauen in ihren Häusern zu Hause erleben. Und was mich noch mehr schockiert ist, selber Mutter von einer Tochter und einem Sohn, dass Mädchen sich einfach überhaupt nicht wehren oder nicht gelernt haben, selbstständig und eigenverantwortlich für ihr Leben einzustehen. Das überrascht mich sehr oft. Erzählen dir die Leute, kommst du zu den Leuten, rufen die Leute an oder wie funktioniert das? Das funktioniert einfach oft bei einem Kaffeegespräch, dann auf einmal rücken sie heraus mit ihren Geschichten, die das Leben bewegt. Und wenn sie es erzählen wollen, dann ist es ein Wahnsinn, das kommt sofort. Also da braucht man gar nicht nachfragen. Oft kennen sie mich nicht wirklich. Sie wissen nur, dass ich die Seelsorgerin bin. Aber sie nutzen die Zeit, um mal ihre Not auszusprechen. Ja, ist das jetzt Psychoterror oder wird richtig Gewalt angewandt? Beides. Es gibt Psychoterror und es gibt auch die Gewalt, wo sie geschlagen werden und so weiter. Und einfach nicht den Mut haben, die Polizei selbst zu rufen oder eben diese Frauennummern, wo man sich um Hilfe holen kann, da haben sie Angst. Und ja, was würdest du empfehlen? Was sollen diese Frauen machen? Die fürchten sich ja, dass der Nachbar erfährt, dass sie geschlagen wird oder so weiter. Es geht da gar nicht um die Nachbarschaft, es geht vielmehr darum, auch Angst, dass man selber nie eigenständig und allein gelebt hat, einfach der Selbstwert zu gering ist, dass diese Frauen nicht den Mut haben, den Schritt zu setzen, selbstständig und allein ins Leben hinauszugehen. Also die Trennungsangst ist auch dahinter. Das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema und dann eben auch die Angst, ich habe kein Geld, wie bin ich versorgt, ich habe nie selber gewirtschaftet mit meinem Geld. Oft sind es dann, was von den Männern verwaltet wird und dann bleibt ihnen, da sehen sie keinen Ausweg. So, jetzt schauen wir mal hinauf zu diesen Darstellungen. Was sagst du dazu? Diese Darstellungen sind eigentlich erschreckend, aber ich bin dankbar, dass das einfach laut zur Sprache gebracht wird, weil ich hoffe, dass dadurch viele ermutigt werden, ihre Not einfach auszusprechen und Schritte zu setzen, dass es ihnen und oft auch ihren Kindern besser geht. Und Straden macht das jetzt da doch weithin sichtbar. Straden macht es weithin sichtbar. Und ich bin froh, dass sie es tun. Mir ist heute Nacht noch etwas eingefallen, was ich unbedingt auch noch anbringen möchte, weil ich in einer partnerschaftlichen Beziehung lebe und auch andere Männer kenne. Ich sage, es wäre auch die Seiten, dass es Männer gibt, die Frauen auf gut schauen oder ihre Arbeit teilen, dass wir auch für die Nachahmungstäter finden und dass wir aufgrund zuerst diesen Schritt, dass die Leute die Freiheit bekommen und dass Männer und Frauen den Mut haben, selbstständig zu leben, dass wir dann den zweiten Schritt auch dorthin wagen. Das würde ich mir wünschen. Ja, zum Abschluss möchte ich noch auf dieses Buch verweisen, Frauenkraft. Da wird es auch noch etwas geben in diesem Jahr dazu. Dann wird das Projekt Frauengewalt von den Artgenossen noch fortgesetzt in dem Jahr. Und ganz zum Schluss gebe ich noch zwei Telefonnummern bekannt, und zwar der Frauennotruf lautet 0800 222 555, leicht zu merken, und der Männernotruf 0800 246 247.